Herzlich willkommen hier bei businessgadgets.net. Mein Name ist Tillmann und heute präsentiere ich euch das Logitech K760 Wireless Solar Keyboard für Mac. Wer die Standard Apple-Tastatur bei den neuen Geräten benutzt, der wird sicherlich wissen, dass man doch des Öfteren die Batterie wechseln muss. Hier schafft Logitech mit dem K750 und K760 Abhilfe. Wir wollen hier nun einmal einen Blick auf das K760 werfen, weil dieses doch von den Ausmaßen mit der Original-Apple-Tastatur vergleichbar ist. Warum muss man jetzt bei diesem Keyboard nicht die Batterien wechseln? Ganz einfach, wie der Name schon verrät, Wireless Solar Keyboard, ist hier oben eine Solarzelle verbaut, die auch im Kunstlicht den integrierten Akku auflädt. Das heißt, man kann das Keyboard immer benutzen, man muss hier keine Batterie wechseln, das Ganze nicht an Strom hängen zum Aufladen. Ist wirklich eine gute Lösung. Das Ganze wird über Bluetooth verbunden. Man braucht nicht, wie man es eigentlich von Logitech kennt, so einen USB-Dongle, sondern man kann das Keyboard ganz bequem per Bluetooth mit dem Mac verbinden und die Tasten sind auch angenehm groß. Was ähnlich wie die Apple-Tastatur dieses Keyboard nicht hat, ist ein Nummernpad. Wer dieses aber benötigt, der sollte einen Blick auf das K750 werfen, denn dieses ist etwas größer und verfügt über ein zusätzliches Nummernpad. Aber schauen wir uns zunächst einmal die Verpackung an. Wir haben hier, wie ich schon gezeigt habe, das Gerät selbst, die Produktbezeichnung Bluetooth. Das Ganze ist mit einem deutschen Tastaturlayout ausgestattet, obwohl die Abbildung hier etwas anderes sagt. Gucken wir mal kurz auf die Rückseite, dann sehen wir hier noch nähere Informationen, wie man das Ganze verbindet, was dieses Produkt sonst noch an Eigenschaften mit sich bringt, aber gucken wir uns zunächst einmal den Verpackungsinhalt an. Damit wir uns die Verpackung anschauen können, muss ich hier einmal einen Klebestreifen durchschneiden und hier einmal einen Klebestreifen durchschneiden. Hier sehen wir auch schon die Tastatur in seiner vollen Pracht. Hier oben, wie schon erwähnt, die Solarzelle. Und hier drei Bluetooth-Tasten, damit ich ganz bequem zwischen mehreren Geräten hin und her wechseln kann. Wenn ich jetzt beispielsweise die Tastatur mit meinem stationären Mac, mit meinem MacBook und mit meinem iPad verbinden möchte, muss ich nicht jedes Mal die Tastatur neu verbinden, sondern kann ganz bequem hin und her schalten. Hier ein Ausschalter, aber bevor wir uns die Tastatur näher anschauen, nehme ich sie einmal kurz hier aus dem Karton raus und lege sie an die Seite, damit wir uns einmal das Zubehör ansehen können. Zubehörtechnisch legt jetzt Logitech nicht so viel mit in den Karton, da die Tastatur nicht aufgeladen werden muss und man keine Batterien wechseln muss, legt hier lediglich eine Kurzanleitung dabei, wie man die Tastatur mit dem Computer verbindet. Ansonsten, falls doch einmal die Akkuleistung nachlädt, so kann man hier ganz bequem die Akkus selbst austauschen und ganz einfach neue hereinstecken. Aber schauen wir uns jetzt einmal noch kurz das Keyboard näher an. Wie ich schon gesagt habe, die Tastatur ist angenehm groß, man kann hier ganz bequem auch schreiben. Alles große Tasten, nichts verkleinert. Ich ziehe hier einmal die Folie runter. Dann können wir noch einmal näher auf die Solarzelle schauen. Das soll es auch an dieser Stelle zum Unboxing des Logitech K760 Keyboards gewesen sein. Wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen einen Daumen hoch. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch unseren Kanal.